Carmen Szymanek, sie ist die Gleichbehandlungs- und Frauensprecherin der FPÖ. Kolleginnen und Kollegen, meine Kollegin Anneliese Kitzmüller hat schon unsere Kritikpunkte hier an der 15a-Vereinbarung deutlich gemacht. Ich möchte nur mal kurz festmachen, dass diese 15a-Vereinbarung im Ministerrat beschlossen worden ist, ohne noch einmal in Begutachtung zu gehen, obwohl, ich weiß, aber ob auch hier materielle Änderungen gemacht worden sind, ist für mich schon etwas hinterfragenswert. Frau Minister, ich weiß, es war auch Ihr Wunsch, Sie haben das auch medial mehrfach kundgetan, auch Sie wollten eine Verpflichtung der Vierjährigen. Das ist Ihnen nicht geglückt und ich bin eigentlich sehr, sehr froh darüber. Ich weiß, ich habe auch ein Gespräch mit unserer zuständigen Landesrätin in Tirol, Beate Ballfrader, gehabt und ich war eigentlich sehr froh, dass sie einen sehr gesunden Zugang zu dieser Thematik hat. Wir in Tirol haben ja bereits schon seit dem Jahr 2009 den Gratis-Kindergarten für Vierjährige. Er wird auch sehr gut angenommen. 98% aller Kinder gehen bei uns in den Kindergarten. Und ich habe auch die Frau Landesrätin gefragt, wie sich das dann mit den Elterngesprächen und mit den Bestrafungen vorstellen würde, worauf sie nur milde gelächelt hat und gemeint hat, nur ja, das fällt ja in die Landeskompetenz. Und wie das dann zu handhaben ist, weiß ich selber. Also ich weiß genau, sie wird das nicht mit aller Härte machen in Tirol, so schaut es in Tirol aus. Ich freue mich darüber, wie das natürlich in anderen Bundesländern gemacht wird, weiß ich nicht. Und das ist ja auch das Problem der Kindergärten. Wir haben hier die Kompetenzaufsplitterung zwischen Land, Gemeinde und Bund. Unterschiedliche Betreuungsschlüssel, unterschiedliche Bezahlung der Kindergartenpädagogen, unterschiedliche Ausbildung der Kindergartenassistentinnen. Und das sind wirklich die Folgen davon, dass es hier keine einheitlichen Richtlinien gibt. Und das ist ein großes Problem. Gute Kindergärten kosten Geld. Und Geld, das die Gemeinden und die Länder oft nicht haben und auch nicht zur Verfügung stellen. Und eine weitere Ungerechtigkeit dieser Kompetenzaufsplitterungen ist ja auch, dass die Kindergartenpädagoginnen keine Lobby haben. Wenn ich mir anschaue, wir haben ca. 52.000 Kindergartenpädagogen in Österreich. Das ist sehr viel. Knapp die Hälfte davon sind die Zahl lässt sich vergleichen mit den AHS-Lehrern. Also wenn man sagt 52.000, haben wir 27.000 AHS-Lehrer, die haben sehr wohl eine Lobby. Und ich weiß genau, das war nicht so lange her, wie die österreichische Regierung und auch die Öffentlichkeit mit ihrem Lehrerdienstrecht vor sich hergetrieben haben. So eine Lobby würde ich mir auch bei den Kindergartenpädagogen wünschen, denn die fehlt. Die fehlt und die Kindergartenpädagogen, die ja jetzt heißt, Kindergarten ist eine Bildungseinrichtung, werden eigentlich mit ihren Problemen im Stich gelassen. Und das ist eine Schande. Das ist wirklich eine Schande. Und deshalb hoffe ich, dass auch hier in diesen Länderkonferenzen endlich einmal über einheitliche Bildungsstandards und Richtlinien zugunsten unserer Kindergartenpädagogen gesprochen wird, auch im Hinblick darauf, dass sie eine Bildungseinrichtung sein soll, wo unsere Kinder gut versorgt werden sollen, gut unterrichtet werden sollen und das nicht möglich ist, weil es einfach eine derartige Kompetenzzersplitterung in Österreich gibt und das ist es eigentlich nicht richtig und nicht gut. Und Ihre Jugendmeldung, Herr Strasser, dient meines Erachtens nur zur Selbstbeweihräucherung. Wir haben in Österreich noch sehr, sehr viel zu tun für die Familien in Österreich. Und da packen Sie einmal an und zeigen Sie wirklich, wie vielen die Familien in Österreich wert sind.